Is get killed by friendly fire. I could have used somebody like you. Yeah? Thanks. But I bet you can't fight. You do me a favor, and I'll show you some real moves. Classified moves. Real special army stuff. Cool. Just get me a part for my radio, and I'll show you what the army taught me. What, like how to get shot by your own side? Exactly. Ein Transistor für den guten alten Mann. Und die Moves kommen ins Haus gespielt. Wo müssen wir da jetzt hin? Mal da durch? Ja, da geht. Radiotransistor gefunden. Was der auf dem Dach verloren hat, ich weiß es nicht, aber wir haben ihn. Ah. Nee, das ist nichts. Ein einfacher, aber effektiver Move dazugelernt. Für eine weitere Mission wird es dann wohl nicht mehr reichen heute. Also heute, auf Spiel bezogen heute. Hier am Chemiekasten können wir neue Feuerwerkskörper erstellen, um seinen Haushalt hier wieder aufzufüllen. An dem schnittigen Buch speichern wir das Ganze. Ihr seht, da schon mal was angefangen, mich einzuspielen. Und dann endet auch der erste Schultag an der neuen Schule. Wir gehen pennen und starten in einen neuen Tag. Es klingelt und wir stehen auf. Wir sind sofort hellwach. Und Petey wartet schon auf uns. Was will er denn von uns? So, I'm gonna need your help with this. Ein Pack. No problem. Thanks. How goes it? Wahrscheinlich schickt er gerade seine Eier in die Reparatur, in den Service. Wir bringen das Paket besser schnell. Okay, er bringt es nicht zur Post, er bringt es zum Mädchenschlafsaal. Die Mädchen werden sich freuen. Oh, Petys Eier, danke. $5, das ist das Mindeste. Oh. Eine Mission im Mädchenzimmer? Girls Room. Ob wir da wieder lebend rauskommen, das ist eine ganz andere Geschichte. Bisher stört es irgendwie niemand. So schleichend umher. Okay. Sie scheint sich dann doch ein bisschen zu stören dran.
Whose boyfriend is that? Give it back! Or what? Or, well, just give it back! Are you threatening me, Metal Mouth? No, I just give it back! You can't just steal things from me! Unfortunately for you, my pig ugly friend, that is exactly what I can do. In fact, I can do anything I like in this place. Anything at all. Ciao, Spotty. Give it back! And you should stay out of the girls' dorm, you little perv. I see you undressing me with your eyes, sicko. You wish. Please, will you help me? Do I have to? Yes, it's vital. She's stolen my lab notes. Without them, I'm gonna fail chemistry and I'll never get into med school. Now I won't find the cure for cancer. Basically, the future of the whole world rests on those notes. What's in it for me? Well, if you get them back, I'll kiss you. Ugh, that's okay. Well, okay, but if you don't, I'll tell the whole school you're some kind of sad sicko who spies on girls getting changed in their dorm. Relax. One set of lab notes coming up. Da müssen wir wohl helfen. Obwohl ich mir von dem Küsschen da ein bisschen Sorgen mache. Habt ihr das an der Lippe gesehen? Bananenschale. Und wir holen die Notizen zurück und retten die Welt. Darf ich anscheinend nicht sein? Irgendwie ist unser Schädel unsichtbar für den Typen. Die andere. Aha! Da sieht man's, die Stinkbombe hat volle Arbeit geleistet. Armes Kind, aber Strafe muss sein. Bringen wir die Notiz besser schnell zurück, bevor die Welt untergeht. Es ist gleich 9.30 Uhr, wir sollten schon wieder im Klassenzimmer sein. Wir werden auch gleich von dem Lehrer hier aufgefordert, in die Klasse zu gehen. Das machen wir natürlich noch nicht. Dadurch wäre die Mission schneller beendet, als wir es wollten. Und wir müssen noch wieder neu anfangen. Ja, da rennt er schon hinterher. Aber Lehrer, das sind nicht besonders ausdauerverspielte Leute. Zum Glück läuft uns da schon wieder hinter dir. Rette mich! Oh, Jimmy, thank you. You're wonderful. Come on, baby. That was exactly what I'd expected. Ain't no stopping Jimmy Hopkins.
didn't even know you could get around there. You can't hide from the pain train. So kann man die Lehre auch loswerden, Stinkbombe. Aber ob uns das jetzt besser aus der Lage bringt, ist fraglich. Besser nicht erwischt werden. Sind immer noch hinter uns her. Wenn wir es in den Unterricht schaffen, dann sollte das kein Problem mehr sein. Und wir haben Kunst. Ladies and gentlemen, I'm Miss Phillips and it is my pleasure to induct you into the world of arts. Ja, Miss Phillips, das werdet ihr gleich sehen, die ist ein bisschen selbstverliebt. Also, selbstverliebt in dem Sinne, wir malen da eigentlich in jeder Kunststunde ein Bild von ihr selbst. Ist sie schon. Weiter schwer war das jetzt auch nicht. This is very good. Have you ever tried it? Privat mit Miss Phillips. Hey, you doing anything? Hi! Why are boys so confusing? I just don't get them. Just a little something. Oh, Jimmy, that's so nice of you. You're even better up close. Da geht's gleich richtig zur Sache. Und wir hoffen, dass die andere nicht gleich um meine Ecken kommt. Do you think anyone saw? You paying attention? Another good deed done. Wir haben den Bonus bekommen auf die Lebensenergie. Ihr seht da oben rechts, der grüne Balken hat jetzt noch etwas hellgrünes dazu bekommen. Das ist eine Bonus-Lebensenergie, die wir durch Küsschen freischalten. Finde ich allgemein sehr kreativ gelöst. Wo hat man das sonst, dass man die Lebensenergie auf eine solche exquisite Art verbessert? Ja, ja, ich sollte nicht so lange hinterher schauen. Ich gehe ja wieder weiter, ich gehe ja wieder weiter. Ich hatte da auch überhaupt keine Hintergedanken bei. Müsst ihr mich noch nicht so angucken, ne? Verteidige Bucky. Sorry. Sorry about that. Get out! Stop, Gary. Trying to watch this. Ah, swim team! Intellectual stuff. So, tell me, Pete, do you Come like on. Watching the girls in their swimming costumes? Does get, that fuel your filthy little fantasies? Gary, just get out of the way. Oh, Marion, show me your breaststroke again. Or, wait, do you like the boys on the team? Yeah, right, Gary. Which is it, Petey? I see you guys are getting along as usual. I'm just toughening Ow. Him up. Ow. Turning him into a man or a woman or something. Hey, Jimmy. Hey, Petey. Ah, Peace Stain. Good to see you. Listen, Jimmy, I need a favor. Bucky went to the auto shop to get some parts for his science projects. He hasn't come back yet. I think he might be in trouble. Please? Why don't you go yourself? I've got homework. Okay, I'm frightened. And I've got a weak bladder. Oh, I think the bullies might have gotten him. Please, I'll pay. I say do it. It's a good chance to show Russell who's in charge around here. Now run along, Peace Stain, before you mark the carpet. Yes. We've got to take care of Russell and his boys. Then, after that, take care of all the other cliques. Soon, this school will be ours. I don't want the school. Yeah, well, I do, pal, and I intend to get it. Now go help that dork. And what are you gonna do?